figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Oops. Heimdall ist passé. Im Leben der neuen Welt einzeln losnehmen, damit das Stereo verschieben kann. Okay. Hefton Hovud, Relikt, das Schwert, das einst von Heimdall, dem Bachhund des Asen geschwungen wurde. Es hat schon viele Köpfe von ihren Körpern getrennt. Okay. Ich frage mich zwar, wie sie da durchgekommen ist. Ist sie in ihre Rabengestalt gegangen und hat dann was drüber geflogen oder was? Wenn alles so einfach wäre. Aber ich bin froh, ist Heimdall tot. Ehrlich gesagt. Wenigstens die Rettung läuft gut. Ui, ui, ui. Mimia, ich würde einfach die Fresse halten. Gerade ist Kratos nicht gerade. Okay, dann ebenso. Ja, also, ratet mal. Wir sind schon wieder in einem Kanal. Freya ist verletzt. Wir müssen ihn hier rausholen. Ich schütze ihn. Aber wir kommen nicht durch die Tür. Eine Falle. Wir halten das nicht ewig durch. Ich habe eine Idee. Also doch, ich kann das ewig machen. Wir sind viel zu schwach. Habe ich jetzt zwei, die... Okay. Oh. Ja gut, ich wusste nicht, dass der so einen Durchmesser hat. Ja, übertreibt halt, ne? Ich weiß nicht. Aber ich versuch's. Nein, bleib da! Wir finden eine Lösung!
Ich trage ihn. Was? Nein, ich schaff das. Tust du nicht. Au, au, au! Langsam! Zu mir! Mir nach! Wir haben hier Gesellschaft. Ja, gut. Na schön. Sind fast da, ja? Bogenschützen! Soft! Na gut. Gute Arbeit, übrigens. Hey, ich bin Atreus. Geht's dir gut? Hallo. Nein. Halt durch! Mann, eine geile Passage, ne? Na gut. Ist fast da, oder? Rechte Seite! Weiter, vorwärts! Wir sind fast am Schluss! Oh, ein Glück. Ich muss gleich kotzen. Ihr geht, ich regel das. In den Fluss. Beeilung, das hält sie nicht lange auf. Oh. Ja, natürlich. Skidbladnir, Freyrs Boot. Sie sammeln sich. Wir sollten los. Oh, das ist übel. Festhalten! Ihr hättet euch mal sehen sollen. Ganz ruhig. Es fliegt! Wir fliegen! Damit hatte ich gerechnet. Wir haben Gäste! Ich wusste, dass es zu gut lief. Etwas Hilfe? Sie sind zu schnell! Achtung! Ich kann keinen anvisieren. Hinter dir! Ich weiß, einer all die Dinge. Dummer von Dalton werden. Birgir, nein! Für Vanaheim!
Ich wusste, dass der sich opfern wird, als er plötzlich so aufgestanden ist. Das ist meistens so der Gang fürs Opfern. Verdammt, Jürger. Ach, komm schon. Glaubst du wirklich, das ist Pilgers Ende? Glaubst du, er hat das überlebt? Er sitzt da unten und macht sich die Fingernägel mit den Federn der Bestie sauber. Du wirst sehen, es... Ah, es muss so sein. Wir sind fast da, Ingvi. Halte nur noch ein bisschen durch. Ich schätze, im Moment habe ich keine Wahl. Können wir jetzt mit dem Ding schnell reisen? Ich glaube nicht, dass wir mit dem fliegen dürfen. Lunda! Lunda, wir brauchen Stoff und kochendes Wasser. Rotwurzel und... Gartenschaumkraut, ja, ich weiß. Glaubst du, ich hätte nie eine Blutung gestillt? Oh, nun mach dir mal keine Sorgen, Mann. Ich habe deine Sachen nicht angefasst, während du gefoltert wurdest. Verdammt, Lunda! Sachte! Wieso maulst du mich an? Ich habe dich nicht abgestochen wie ein Schwein. Nichts für ungut. Freya, würdest du ihr helfen? Oder lieber alles selber machen? Halt still. Sie macht das Gröbste, dann bringe ich dich zu Sindris Haus. Meine anderen Kräuter sind da. Solange beschützen wir die Welt. Mit 4 Leuten. Varnaheim ist in guten Händen. Feier in Sindris Haus, ja? Wo immer das ist. Dein Boot. Nein, dein Boot. Nur zu, nimm es. Segle empor, sonn dich ein wenig auf dem Bug. Du könntest es vertragen. Mach einen Warngott stolz. Er gab dir sein Boot? Toll. Er ließ mir keine Wahl. Weil es notwendig war. Nicht, weil es geschrieben steht. Kreaturen der Prophezeiung abgeschlossen. Laut der Prophezeiung läutet das Gjallarhorn Ragnarök an. Was auch immer es macht. Ich habe in Odins Bibliothek davon gelesen. Es soll... Atreus, das besprechen wir unter uns. Danke fürs Aufbewahren. Eine Entscheidung getroffen? Was, wir können es nicht verstärken? Ja, ich sehe jetzt da noch keine Notwendigkeit. Wurde schon langsam langweilig. Oh, wir können jetzt Zwergenstahl bei ihm kaufen. Zwar wahrscheinlich nicht allzu viel, aber wir könnten. Finde ich cool. Irgendwas war doch noch. Was soll denn noch sein? Weil wenn ich jetzt hier drauf gehe, warte mal, Reliquie. Und momentan das denn? Das und das Schrunze. Aha. Jetzt haben wir Heft von Hofu. Also das, was wir gekriegt haben von ja. Dem anderen Dolida von Heimdall. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ja, komm. Ja. Amulett. Problem der neuen Welten.
Der ist natürlich auch richtig nice. Werde ich vielleicht reinpacken, wenn. No? Das ist gut. Gegen Bifrost zumindest. Ja, wenn ich noch den letzten Amulett-Teil habe, dann werde ich das andere Ich glaube, definitiv da war noch reinballern. irgendwas. Nee, da ist alles korrekt. Es tut mir leid. Girgir hat mich verletzt im Dschungel gefunden, als ich versuchte, wieder hierher zu kommen. Das ist die Frage. Das. Helka riecht etwas. Könnte wichtig sein. Vielleicht sollten wir ihr folgen. Ja, ich werde jetzt das noch machen und die Folgen in zwei Parts unterteilen. Das ist wohl das Beste. Spuren. Helkas. Wo führst du uns hin? Also, was machen wir jetzt? Wir müssen nicht sofort nach Hause, oder? Nein, müssen wir nicht. Spuren von unserer Superspürnase. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wo siehst du das? Helka, wir sind hier. Wir sollten ihr folgen. Bin jetzt gespannt, wo wir hin sollen. Okay. Das kleine Sabbermaul ist unermüdlich. Wir gehen aber zuerst jetzt mal da lang. Hä? Was soll ich jetzt hier? Runter oder was? Okay. Was ist hier? Wahrscheinlich muss ich das an einem bestimmten Tag-Nacht-Ding machen, ne? Sonst komme ich da nicht rüber. Weil es sind Wurzeln im Weg. Okay. Wird lustig. Wird mehr als lustig. Vor allem Dingen, wie will man sich das merken immer? Oh ja, jetzt muss man da und dann geht man vielleicht schon zu früh an so einen Ort so. Oh, man hat die falsche Tageszeit. Nice. Dann müsstest du rein theoretisch davor speichern. An der Gabelung, ne, oder einfach damit man dann dementsprechend auch einfach neu laden kann und dann ist man schon wieder zurück. Spuren von Helka. Ich muss sagen, ihre Spürnase für die Jagd ist so gut wie deine.
Ihre ist besser. Die Augen können lügen, die Nase nicht. Ja. Nein. Und schon ist sie weg. Jetzt werden wir denselben Weg, wo wir, also womit wir Freya schon. Na? Wir sind Helka auf der Spur. Oh, danke schön. Sie ist darüber, aber im Dunkeln können wir ihr nicht folgen. Sagte ich doch. Und jetzt müssten wir eigentlich zurück. Ich glaube, das mache ich kurz. Weil wir haben jetzt alle besiegt. Und ich sage euch, wenn ich jetzt da nicht reinkomme, dann kotze ich im Strahl. Wo das mich auch immer hinführen mag. So. Reisen in die Länder jenseits der Meere fragen. Du willst die Welt bereisen? Ich weiß nicht. Vielleicht neue Orte sehen. Mehr herausfinden. Über mich selbst. Du willst was über dich selbst lernen. Dann würde ich definitiv wieder zu Odin gehen. Der kann dir sagen, wie, wann, wo, was du machst und ja. Aber eigentlich ist Loki nur ein Trickreicher, nicht wirklich ein Lügner. Er wurde eher so, ne? Durch den ganzen Scheiß. So, jetzt sind wir hier. Nein, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Das ist nur eine andere, nur einen anderen Weg. Ist es euer Ernst? Um hier durchzukommen, das ist doch der Weg, den wir gegangen sind mit Freya oder so? Ich weiß zwar jetzt nicht, wie du wieder da hochgekommen bist. Ich würde das nicht schaffen mit Kratos, aber ist okay. Wir kennen ja nichts mehr anderes so. Aber gut, dann haben wir das wenigstens auch angeguckt. Nicht, dass es dann irgendwie da noch eine Truhe gegeben hätte und wir die einfach liegen gelassen hätten so. Na? Bin ja nicht dumm. Herumführt, macht nun seine Raben nach Frankreich weg. Und ich habe Dünen gesehen. Er hat
wirklich versucht, seine Arbeit zu machen. Wir taten so, als würden wir uns nicht kennen. Zumindest glaube ich, dass er so tat. Der Punkt ist, Odin schien nicht zu wissen, dass Döglin uns bei der Suche nach Tier hat. Eigentlich sollte er es wissen, vor allem wegen Heimdall. Oh gut. Mal gucken, was Schweinchen Babe für uns möchte. Willkommen, Helka. Nicht mehr weit sein. Keine Ahnung, werden wir sehen. Weil dann muss ich das im nächsten Part nicht machen. What the fuck? Das Signal, das muss Pyrgir sein. Sie will, dass wir ihn retten. Okay. Du kannst zurückgehen, Helka. Wir übernehmen jetzt. Ich weiß zwar nicht jetzt, wo ich da hinfliegen soll. Wie konnte Pyrgir einen solchen Sturz überleben? Vielleicht durch Magie. Fragen wir ihn, wenn wir ihn aus seiner misslichen Lage befreit haben. Von hier oben sollte Pyrgir leicht zu finden sein. Warum fürchten sich alle vor diesem Ort? Wo wir beim Thema sind. Drache! Atreus! Mir geht's gut. Und dir? Er schien wütend zu sein. Was hat das wohl zu bedeuten? Dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das würde ich jetzt auch gerade wissen wollen, wo wir sind. Sieht aus wie die Ruinen einer einst florierenden Vanir-Siedlung. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ein Grund mehr, hier rauszufinden. Let's go. Ja, nicht zu überbelichtet, bitte. Da haben wir schon mal ein Tor. Was will ich zurück? Nicht mal ansatzweise gehe ich jetzt zurück. Das Signal, hier gelebt. Nicht mehr lange, wenn der Drache seinen Willen bekommt. Wird er nicht. Seht ihr, was ich sehe? Ein Blitzschlag. Nur, dass er gefroren ist? So wie der in meinem Kampf mit Thor. Aber warum ist genau so einer hier in Vanaheim? Frag mich was, was ich weiß. Die Ebenen, der Krater. Odins Rahmen, hier gibt's 5 Stück. Wahrscheinlich nachts wird es hier auch noch irgendwo hingehen. Hier müssen wir uns in dem Fall genau umsehen. Und das habe ich gar nicht gedacht an den Rahmen. Wieder mal. Und ich finde gut, dass wir hier ein Tor haben. Dann kommen wir mal hier hin. Da kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite wieder hin.
So. Oh Gott. Was für ein Riesengebiet wieder. Asgarder Barren und dann noch so viele. Richtig nice. Betäubung ist mega OP. Wer pennt denn da? Egil der Wächter. Ich brauch mal kurz. Ja, ich will wissen. So. Sein Tagebuch, Herr Irrgenz. Der Pfad der Lügen. Geschrieben von Pirgi. Vielleicht hatte dieser Kerl es auf ihn abgesehen. Ja, ich glaube, das wird eine längere Geschichte. Was ist das? Ich habe keinen Schimmer. Deshalb ja mein Interesse. Aber Kristalle sind wertvoll. Vielleicht finden wir eine Verwendung. Da können wir noch. Dann hier unten. Es war kein Krater, als sie hier lebten. Irgendetwas passiert. Was? Wie eine Explosion? Muss riesig gewesen sein. Hm.
Geheimregion entdeckt. Was anderes. Von Beben in Vanaheim habe ich nie gehört. Das muss eine Ursache haben. Ich mach das mal so. Könntest du mal aus dem Weg gehen? Boah, du bist so ein Vogel. Könntest du mal kurz weggehen, Bro? Hey, was wollen die von mir? Ich kann kotzen, ne? Na bitte. Asgardabaren, okay. Ja, aber wie es weitergeht, sehen wir uns das gucken wir im nächsten Part an. Ich habe gerade echt keine Lust mehr, würde ich mal meinen. Und dann kann ich die offscreen suchen, also das letzte Teil, ne? Und dann sehen wir uns wieder, Freunde. Tödle. Look like I'm losing. Won't bother hiding my